Hallo und willkommen zurück zu Trails of Cold Steel. Ja, ich habe mich nochmal mit den Leuten in Lohengrin, nicht in Lohengrin, sondern in Legram unterhalten. Hab dann unsere Quest abgegeben, gab nochmal 4 AP, habe mich dann mal auf den Weg gemacht hier zum nächsten Schrein, wo wir Simorien-Erz abholen wollen. Und da habe ich mich für den Erzschrein entschieden. Alles klar, dann setzen wir mal unsere Erkundung der Schreine fort. Wir müssen wohl zuerst mal zu der Tür ins Innere, oder? Ganz genau, Laura. Wir sollten sie benutzen, um das Übungsgelände tiefer drinnen zu betreten. Ja, Proving Ground ist es in diesem Fall dann ja nicht das Übungsgelände, sondern naja, das, wo wir getestet werden, ob wir würdig sind. Naja, dann gehen wir mal. So, wir können jetzt hier durch. Ich denke, das machen wir auch. Geheilt sind wir. Ich war noch kurz in Ymir. Nur mal eben checken, ob sich da irgendwas geändert hat, ob da eine Truhe zugekommen ist oder so. Sieht nicht so aus. Dann gehen wir mal hier rein. Den Gegner haben wir auch schon besiegt. Aber hier. Sobald wir da reingehen, wäre es Verschwendung, wieder rauszugehen, bevor wir durch sind. Sind wir denn schon dafür bereit? Hier ist der Nebel aus Legram hin. Wir sollten jetzt in der Lage sein, reinzugehen. Also hier tief drin liegt irgendeine Art Prüfung, richtig? Ja, und nur indem wir diese Prüfung bestehen, kommen wir an mehr Erz. Und man kann nicht vorhersehen, auf was wir auf dem Weg da drin treffen werden. Wir sollten sicher sein, dass wir für alles bereit sind. Ja, hoffen wir mal. Hier alles mit Bäumen. Also man merkt schon, dass hier der Terrorschrein ist. Hoffentlich kein Terrorschrein. Please, take Gleiche care of Musik that one. wieder. Watch out, this is a tough one. Here I go. Und nur Emma ist dran. Schön ist was anderes. Ich denke, das bringt nichts. Mach einfach mal einen Zauber. Hast du noch Silber schnell bei dir, ne? Wenn man das mal vergleicht, das braucht 9. Das braucht nur 7. Da ist auch kaum Unterschied. Mal sehen, die sind empfindlich gegen Gold vor allen Dingen. Ein bisschen schwarz. Habe ich jetzt nicht anzubieten oder von den normalen Arts. Achso, müssen ja auch nicht alle gleich sein. Nein! Ach, Mann. Ja, so geht's natürlich auch. Super, Emma. Direkt erstmal vergiftet. Jawohl. Let's move. So, ich muss das
Achso, nee, das ist schon. Der Totenkopf ist bei uns, ist gut. Ja, irgendeinen kurzen Zauber wäre, glaube ich, ganz gut. Now. Immer mal wieder Overperformer. Should be safe now. I did. So, eben kurz heilen nach meiner blöden Aktion da gerade. Wieso ist Emma da überhaupt? Ich habe das Team noch völlig falsch eingestellt, das fällt mir jetzt auch erst auf. So, Laura lasse ich noch, damit sie noch die Gelegenheit hat, ein paar Link Points zu sammeln. Wie ist eigentlich der Link Level zu ihr? Laura ist schon 5 und es hat nicht gereicht. Die Bande. Mit Emma und Milium hatte es aber gereicht. Also ich glaube, ich habe mit Laura vielleicht sogar schon genug Punkte gesammelt oder vielleicht noch ein klein bisschen mehr. Vielleicht reicht die Hälfte von Level 5. Ich könnte ja sonst irgendwann auch nochmal zu der Wahrsagerin zurückgehen. Hä? Es gibt da hier nur einen Weg. Achso, da ist eine Leiter, aber die kommt von oben. Oder haben wir da gleich einen Teleporter? Ach hier, da geht eine Brücke runter. Was zum Teufel ist das denn? Eine Steinbrücke? Ja, sieht so aus, als braucht man jede Menge Kraft, um sie runterzudrücken. Okay, wir brauchen da wieder Rang B eines bestimmten Damage-Types und das wird dann wahrscheinlich hier so Schlagschaden sein, wie Milium ihn drauf hat. Ja. Beziehungsweise nicht Milium, sondern Air Gatlem. Hatten wir lange nicht mehr so ein Chase. I can do this. My turn. Oh, Zero Arts. Gut. Das beendet den Kampf dann wahrscheinlich auch direkt. Ach nee, du hast den Heilzauber, dann mach was anderes. Still have a lot of training to do. Unser Radiorätsel habe ich übrigens auch wieder abgeholt. Nur den Trostpreis bekommen, diesmal wieder neu abgeschickt für 1000 Mira. Huh? Thank goodness! Look at me go! I've only.
1000 Erdzeptit, ja was auch sonst. Achso, genau, hier haben wir die Brücke runtergedonnert. Hallo. Still have a lot of training to do. Ich bin noch mal gespannt, ob das hier wieder so ein Magic Knight wird, den wir am Ende besiegen müssen. Das wäre dann auf Dauer ein bisschen langweilig, wenn es immer so ein Magic Knight ist. Weil den haben wir jetzt ja schon dreimal gekämpft, mindestens. When I could keep up, at least. Also es ist eigentlich ein Dream Team hier zwischen Rian und Laura im Kampf. Das ist immer genial. I feel stronger than ever. Wieder so einer. Please take care around that one. Ich glaube, ich kann den nicht stunnen. Watch out! This is a tough one. Zwei von denen sogar. Here I go. I can do this. Light. Rain upon us. Yes, sir! Lammy, hammer mode! The bear! My turn! No escape! Ah, war sogar der Richtige, der sonst den Totenschädelangriff gehabt hätte. So wie Millium sich freut, müsste ich mit ihr eigentlich immer den finalen Schlag machen. So, erstmal. Hier unten ist eigentlich nichts. Achso, da ist auch wieder so eine Brücke, ne? Dann müssen wir erstmal hier hoch.
eine kleine Truhe mitnehmen. Please, take care around that one. War nicht einfach. Oh, look. There's a treasure chest. Ich hab's auch wieder mal drauf. Oh, that one looks tough. This'll be fun. No problem. Ne, du zauberst mal was. Arcus activate. Righto. Lammy, hammer mode. Überlebt. Let's move. Ha! Now's our chance. An opening. Our fighting was in perfect sync. When I could keep up, at least. I did it. Ah, cool. Nocturne Bell 2. Eine bessere Nightmare-Chance. Und Ancient Glyph, den habe ich mir irgendwann schon mal gekauft. Soweit ich weiß, der beste Erdzauber, also zumindest den wir jetzt kriegen können. So, Medium. Bahne uns einen Weg. Please, take care around that one. Das bringt nichts. Oh, that one looks tough. This'll be fun. Oh, kritisch. Den musst du ja quasi jetzt zuschlagen. You're not getting away. Molten rain. Now war chain. Come on, William. Gotcha. There. Yes, sir. Lammy, hammer mode. Ba-bam! Oh, ich habe Million gar nicht geheilt nach dem letzten Mal. My turn. Ha! Now's our chance. An opening. Onward. No problem. Und Zero Arts. Dann nehmen wir mal Crystal Floods. Ah, nee, Ancient Glyph. Nehme ich selten. Also dagegen sind die wahrscheinlich nicht empfindlich. Hallo? Ja, doch, geht. We made it out in one piece. Ja, die Feinde aber nicht. Thank you.
Cure All Balm. Wirkt das vielleicht sogar auf mehrere Leute? Achso, Medium heilen, genau. Ja. Gegen Wasser wäre empfindlich. Wind hast du nicht. Wasser. Let's move. Here come more. No problem. Oder noch was zaubern kommen. Arcus activate. Yes, sir. Hey, das hat einmal überlebt. Onward! Die! You still have a lot of training to do. Und für diese drei... Ah, nee. Es waren ja zwei Kämpfe ineinander. Ich dachte gerade, so viele Erfahrungspunkte. Look at me go! Die Level werden einem richtig hinterhergeschmissen. So, da haben wir eine Leiter nach unten. Was mit zwei blauen Truhen? Natürlich sind das dann wieder Leute, die ich nicht in der Party habe. Jede Wette. Müssen wir jetzt aber erstmal runter. Ah, vielleicht haben wir ja Glück. Let's get him! I can do this. Hey! Now's our chance. Gotcha. Let's move. There. Ha! Now. An opening. I can do this. Fire! Here I go. Let's move. Right.
Not bad. So, schauen wir erstmal zu den Blauen. That treasure chest is absolutely beautiful. Machias und Milium. Ja, leider nicht. Ja, sie soll sich keinen Milliometer mehr bewegen, die Milium. Alisa Fee haben wir leider auch nicht dabei. Es fällt mir echt schwer, diese Witze überhaupt nur auszusprechen. We have nothing to fear. Oh. No problem. Ja, das bringt jetzt nichts, sie normal anzugehen. Heute sehe ich, wie unsere Masterquarze langsam Level 5 werden. Thank goodness, I feel stronger than ever. I did it. Ginbu. Weiß ich auch nicht mehr, was der noch macht. Achso, der war Erde, ne? Ja, natürlich. Poison oder Petrify für jeweils 20%. Erde, da war doch jemand noch, der so einen Erdeslot übrig hatte. Du zum Beispiel. Aber ich lasse es mal drin. Na gut. Ja, zu den Truhen. Ich kann jetzt hier leider nicht die Courageous rufen. Und ich habe jetzt auch keine Lust, diesen Dungeon zu Ende zu absolvieren, aus Angst, da nachher nicht mehr da reinzukommen. Also gehe ich jetzt nochmal vor die Tür, hole Machias und Vieh ins Boot und dann gehe ich zu den blauen Thronen. Obwohl, nee, das dürfen wir gar nicht, ne? Rin hat ja schon gesagt, wenn wir hier einmal reingegangen sind, dann können wir nicht wieder raus. Außerdem weiß ich den Weg auch gerade nicht mehr. Doch, da lang. Ich will zumindest mal versuchen, hier rauszugehen. An den Monstern vorbeischleichen, aber es ist auch noch nichts wieder gespawnt hier. Da. Nee, 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 nicht, 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 nicht. Kämpfe kosten immer nur Zeit. So, wollen wir hier richtig? Ja. Jetzt wird Marine sagen, nee, nee, wir wollen hier erst das Erz haben. Oder nicht? Oder sagt er, er ist gleich ganz am Ausgang?
Die erzählen wieder einen Mist in den Cutscenes. Ich kann wohl hier raus. Party anpassen. Und da nehme ich temporär hier mal Alisa raus, Vieh rein, dann kann Vieh die Sachen von Milium anziehen. Ist ja ungefähr gleiche Größe. Und Elliot kommt raus, dafür kommt Machias rein und Machias kann dann sowieso eigene Sachen hier benutzen. So, erstmal Equipment. True Gladiator und Evergreen. True Gladiator. Und Evergreen. Da muss man nicht so viel nachdenken. Jetzt, welche Sachen nehme ich denn noch und so? Dann nehme ich halt genau die gleichen, was sich bei Milium bewährt hat und passt es. Bei den Quarzen geht es halt nicht hundertprozentig. Da können wir hier zum Beispiel beim Master Quarz aber immerhin sagen: Mura Dingsbums, Kumo, genau. Dann können wir Evade, Holy Breath. Komm raus, Hitpoints, Domination. Oh, Domination? Doch, da. Ach, da habe ich auch noch den Byakko drin. Könnte ich den Holy Breath weglassen. Ah, den Byakko habe ich mir übrigens gekauft, jetzt nochmal beim Angler, also bei Annabelle. Dachte ich, kann sich ab und zu vielleicht mal lohnen. Der hat natürlich drei Zauber. Und der hat 6 Speed. Evade. So, hier haben wir was Schwarzes. Da können wir den Chronoburst, können wir da runter, können wir da unterbringen sogar. Gut. Damit ist Alisa jetzt auch nicht mehr das Speedmonster. Na, ist gleichgezogen mit Vieh. Und der Rest, das wird nichts. Lost Eden wird auch nix. Aber man schielt die Rare-Variante wird auch nichts. Mit 525 EP bringt eigentlich auch das Adamantin-Shield eigentlich nichts, wenn man es nur einmal einsetzen kann. Heilen kannst du schon. Hitpoints, genau, Hitpoints wollte ich noch geben. Und dann, ja, sowas wie Swordbreaker 2 und solche Sachen. Sollen wir eben nach den besten da gucken. Nicht Shadow Blade. Nightmare 2, warum nicht? Shieldbreaker, ich habe da immer nur noch die eine Variante. Warum? Ja, machen wir das so, das bringt immer noch 15 Stärkepunkte. Stärkepunkte sind auch wichtig. Und hier vielleicht noch so ein Chrono Drive am Anfang.
So. Dann Machias. Was machen wir mit dir, Machias? Na den. Und von mir aus den. Was kostet er eigentlich an Mana? Wie oft kannst du den einsetzen? Wahrscheinlich einmal. Hier werden auch nochmal Hitpoints gut. Haben wir nicht mehr. Hätte ich Elliot vorher abnehmen müssen. Na, ja, nimm halt die Variante, ist auch gut. Und sonst? Action und sowas und Cast 2 oder so. Ja, Cast 1 ist noch da. Ja. Okay, Cut und auf dem Costco seht oder so. So, ach so genau, und Items brauchst du aber nicht Katze. Sondern vielleicht einfach Lauros Quarz Taurus. Du wirst ja eh deine S-Craft hauptsächlich einsetzen. Oder einmal und dann ist hoffentlich der Kampf schon bald vorbei. Mit wem musste Machias überhaupt zusammenarbeiten? Mit. Schon wieder vergessen. Muss ich mal eben noch mal. Oder war das Laura? Mach jetzt. Muss ich noch mal eben hier nachsehen. Mach jetzt ein Medium und jetzt habe ich Medium rausgeschmissen. Ich werde doch wahnsinnig hier. Oh. Nee. Ach, Medium ist zwar noch drin, aber. Jetzt gehe ich einfach eben rein und mache dann Vieh und Vieh und Alisa mache ich jetzt eben. Hoffentlich kann ich den Monstern aus dem Weg gehen. Nein! Oh, ich muss es natürlich immer wieder versuchen, ne? Vieh braucht jetzt auch ihre CP noch, ey, das ist ätzend. One, two.
Leave it to me. My turn. No escape. Milium hat ja, glaube ich, auch gar keine Sachen dabei. Also I'll take it from here. Habe ich hier irgendwas, was gegen beide wirkt? Natürlich nicht, aber er ist fainted. It's my turn. Eat that. I'll handle it. One, two. My turn. Die geblendete Laura doch gut ausweichen konnte. Eigentlich müssen wir auf den hier schlagen. Das war ein bisschen härter. Das noch rechtzeitig durchkommt. 7. Ja, kommt sogar der Dicke noch durch. Now. Achso, und es wirkt diesmal sogar auf beide. Alles klar. We should be safe now. Dadurch, dass ich versuche, weniger Erfahrungspunkte zu bekommen, indem ich den Monstern ausweiche, mache ich es mir nochmal extra schwer, weil die mich dann oft von hinten noch erwischen. I'm awesome. So, jetzt haben wir Alisa nicht dabei, aber dann kann Rhea ein bisschen heilen. Kann zumindest die Leute K.O. schlagen. Bei den langsamen Schnecken hier versuche ich trotzdem nochmal vorbeizukommen. Und bei dem auch, weil der mir gerade den Rücken. Are you sure we should be going up against that thing? Rücken zu weit. Also den habe ich gar nicht gesehen. Oh. But no matter. Hab den für ein Stück Möbel gehalten hier. Handle it.
1, 2, ha! And duck. Onward! Fly! Of course! Arcus activate! Mach ich, erst brauche noch ein paar CP. Ich muss noch mal vernünftig. Leave this to me. Take this. All right, let's keep moving. Gegen die muss ich leider kämpfen jetzt. Hostile spotted. Beginning combat. My turn. Ha! My turn. Here I go. Here I go. Sit. Onward. Sia. Okay. Too slow. Here I go. Huh? I thought we were done. Okay. So, jetzt muss ich hier Machias mal reinholen wegen dem CP. Good luck. No problem. Ah! Onward. Nein, auf. Ich mache ja auch Sachen. My turn. Wahnsinn. You're finished. Genau, immer schön auf Machia. Too slow. Now's our chance. An opening. Damit er hier noch tot umfällt. Righto. Here I go. My turn. Die! My turn. Righto. Leave this to me. Naja, damit mache ich das jetzt noch wenigstens einmal dran kommt. It's my turn. Oh, that takes care of them. Yes! Spätestens auf der Leiter hätte mich die Schnecke erwischt, also... The advantage is ours. So. My turn. Sit. Now's our chance. An opening. My turn. Sigh. Natürlich. Here I go. There. Leave this to me. Take this. Here I go. Ha! Leave this. Ha! They're off guard. Got you! Be gone!
Our fighting was in perfect sync. When I could keep up, at least. So, Alisa ist ja nicht bei uns. Also wird jetzt gleich Milium mit Machias antreten. Und Alisa Vieh machen wir dann danach. So. Den. Der Rest an andere Sachen. Ich fange mal hier an. Ach so, der ist sogar nur normal rare, okay. Also semi-rare quasi. So. Evade und Holy Breath. Und Hitpoint. So, nochmal um sicher zu gehen, weil ich jetzt hier schon so viel Unsinn gemacht habe. Machias und Milium. Ja. Milium hat 100 CP. Ja, das sollte doch reichen, ne? Ich speichere vorher ab. Ach so, die Sachen hat sie nicht ausgerüstet. Na, natürlich. Den Einkampf muss ich sogar noch machen. Now's our chance. Here I go. Now. An opening. Here I go. My turn. It's my turn. Take this. Now's our chance. Gotcha. Let's move. My turn. Now's our chance. Got you. Righto. There. Here I go. My turn. Righto. Right. Take this. Let's move. Sit. Okay, it's safe for now. Ja, da kommt Milium sogar noch auf die 200 CP.
bin mal gespannt. Ich hoffe, nicht so schwierig. Aber Level 96 müsste eigentlich machbar sein. Let's take them out. Here I go. Vor allen Dingen mit dem Todesstern hier. Oh, und er hat auch eine neue Craft bekommen, sehr schön. Die müssen wir uns dann irgendwann nochmal angucken. Ja, und jetzt muss ich leider nochmal zurück. Diesmal Alisa wieder ins Boot holen. Ich bin auch eine Schnarchnase. Es ist einfach nach einem langen Arbeitstag eine späte Aufnahme. Das ist einfach nicht mehr das Wahre. Da sind meine geistigen Fähigkeiten noch schlechter als sonst. Und er wieder, ey. Hau einfach ab. Bitte, take care around that one. Wieder knapp. So, jetzt erstmal hier wieder tauschen. Vieh und Alisa. Ach, sie hat auch noch den Tor-Masterquarz drin. Naja, egal. Keiner gesehen. So, jetzt kann Machias ja wieder nach Hause. Und Alisa hat ja noch ihre Quarze und so, das passt dann ja alles noch. So ein Medium kann nämlich trotzdem jetzt noch Feinde verkloppen. Mit dem Hammer draufschlagen, meine ich.
Ja, hilft nicht. Sie muss ihn verprügeln. Are you sure we should be going up against that thing? I can do this. Here I go. Ich kann ja ohnehin nicht K.O. schlagen und da lieber einfach von hinten reinrennen, bringt immer ein Single Advantage. I can do this. Light. Onward. Our chance. Go for three. Right. Six. Yes, sir. Here I go. Ha! Now! An opening! Irgendwie muss ich nochmal Miliums Ausrüstung kontrollieren. No problem. Eigentlich müsste sie die ganze Zeit CP regenerieren. Wahrscheinlich habe ich irgendwas Falsches angezogen. Achso, genau, dem liegt natürlich. Vieh hat die Sachen an jetzt von mir, und deshalb bringen wir da reparieren. Keine CP. Yeah, einfach die Aufnahme danach löschen und sagen, die ist kaputt gegangen. Das ist ja echt zu peinlich. Aber so wie ich drauf bin, vergesse ich das Löschen bestimmt und stelle die einfach so online. Jetzt gehe ich ja noch zurück, ja. Nee, ich gehe schon richtig. Das war knapp. In der Ecke hängen geblieben. Please, take care around that one. Watch out! This is a tough one! My turn! Ha! Now's our chance! An opening! No problem! Ah, da kannst du den Crit mitnehmen, das ist gut. Immer auf Medium, immer auf die Verletzten. Naja, wir werden Miliam dann schon wieder beleben. Ah ne, die CP sind dann auch weg. Das bringt aber auch nichts. Dann müssen wir durch, dann mach halt... Das ist einfach so. No escape!
Zaya! Now's our chance! Go for three! Leave it to me! Let's move! Okay, Millium hat noch überlebt. Hat Millium irgendwie Schaden? Also kriegt sie Schaden durch Statusveränderungen? Sieht nicht so aus. Our fighting was in perfect sync. When I could keep up, at least. Done. Den will ich auch gar nicht. Careful. So, den hau ich noch um. Kann ich mich nicht vorbeischleichen. I welcome all challengers. Let's move. Now! An opening. I can do this. Fällt mir gerade noch eine Sache auf. Wie viel CP My hat eigentlich turn. Vieh? 200 hat das. Beruhigt mich. Yes, sir. There. Oh. Here I go. Right. To flames. Burn! Now! Gotcha! Too slow! Okay, it's safe for now. So, nun nach einigen Umwegen ist es endlich soweit, dass ich diese Truhe öffne und wahrscheinlich die Feinde wieder mit einer S-Craft planiere. Aber so ist das halt. Hostile spotted. Aber wir sind zuerst dran. Beginning combat. No problem. Oh, das so. Light. Rain upon us. I'll handle it. You're finished. Full speed ahead. Shadow
wahrscheinlich ein super Team. Vieh kann nicht getroffen werden. Und Alisa wird wieder erweckt, wenn sie K.O. gehen sollte. Now. Ready, Alisa? Leave it to me! No problem. So, geblendet ist aber kein Problem bei Zaubern. Ja, Gold ist auch empfindlich. Ein Minos-Lord eigentlich. Gerade auch noch so einen Bericht über Minoa gelesen, über König Minos. Naja, ist ein Zufall. My turn. Reicht es? Ist eigentlich egal, ob es reicht. Jetzt reicht es auf jeden Fall. Oh nee, doch nicht. Kein Problem. Targets eliminated. Let's get going. Ja, ein seltener Yggdrasil-Quarz. Ich weiß nicht, ob sich der noch so lohnt. Ich habe jetzt schon die nächsthöhere Variante, da diese Ancient Glyph. Kann man den nochmal angucken. Zwölf Stärke und 30 Verteidigung, das ist vielleicht was für Machias, der hauptsächlich dann Nahkampf macht und Crafts und ab und zu dann mal sowas zaubern will. Ja. Ja, eigentlich müsste ich jetzt die Party nochmal wieder umstellen, mache ich aber nicht. Ich werde das Ganze jetzt halt mit Vieh angehen. Ja doch, Tactics ist ja richtig. Emma ist ja dabei. Also ich habe dann halt Elliot nicht dabei. Also ich werde ja auch abspeichern. Zur Not muss ich halt nochmal die Party tauschen. Aber ich denke, die vier hier vorne plus Emma werden das auch noch hinkriegen alles. Achso, wobei, Vieh muss ich gar nicht nehmen. Das lasse ich sogar so. Ich gebe Million die Sachen wieder. Ist eigentlich egal, wen von beiden ich jetzt hier mitnehme. Jetzt gehen wir erstmal hier. Ist sowieso noch der falsche. Können wir so machen. So. Jetzt haben wir das wieder. Jetzt ist viel nicht ausgerüstet, aber viel werde ich jetzt sowieso nicht im Kampf dann noch einsetzen. Höchstens im allerletzten Schlag, dass sie dann nochmal eine S-Craft auspackt, falls es überhaupt geht. Was haben wir jetzt hier für Status? 123, ja doch, das würde sogar gehen. So, ich hatte jetzt die Truhen, ich bin einfach nur da. Ich meine, jetzt
den Endgegner machen wir natürlich in der nächsten Folge. Aber den Weg dahin werde ich jetzt nochmal eben beschreiten. Links. That one looks nasty. Try to be careful, everyone. Ich speichere jetzt nach dem blauen Thron nochmal eben ab. My turn. Wahrscheinlich habe ich jetzt genau das genommen, wogegen er nicht empfindlich My ist. Turn. Ah ne, es geht sogar. Wir haben nur keine Erde nehmen dürfen. Das ist okay. Our fighting was in perfect sync. When I could keep up, at least. Ich wollte gerade nochmal irgendwie ein Level gucken. Du bist 101 und du bist 106. Wahnsinn. Oh, jetzt bin ich auch gerade erleichtert, dass ich Milium doch auf jeden Fall mitgenommen habe. Sonst hätten wir die Brücken ja auch gar nicht mehr kaputt bekommen. Da geht's auf jeden Fall zum Boss, so wie es aussieht. Hier ist aber noch eine Treppe nach unten, beziehungsweise eine Rampe nach unten. Natürlich mit so einem wieder. Ist ja klar. That
one looks nasty. Try to be careful, everyone. Oh, that one looks tough. This'll be fun. I can do this. Marcus, activate. My turn. All right, let's do this! Leave this to me! Here I go! Lammy, hammer mode! Ba-bang! Get you up! Gotcha! Hip! Takes care of them. Great! Up success. Got my eye on the prize. Immerhin, Earthbell. Werde ich wahrscheinlich niemals ausrüsten. Aber für einen Sammler, ne? Achso, die Truhe hatten wir schon. Okay, ich habe mich gerade gefragt, wie ich da hinkomme. Ah, ein neuer Teleporter für den Rückweg, das ist gut. Ja, dann heilen wir uns mal kurz. Für den Boss ist es wahrscheinlich ganz gut, wenn ich Emma mit in die Startformation nehme und Laura später dazu hole. Und dann gucken wir morgen mal, was so abgeht. Also bis dann. Tschüss.